So, Eva Maria, wir zwei in einer Sendung und du musst nicht tanzen. Nein, ich muss nicht tanzen. Das ganz, ist schön. Ganz ungewöhnlich. Wobei du auch nicht so richtig weißt, was gleich auf dich zukommt, weil ihr habt die Geschichten auch alle noch nicht gesehen, oder? Nein, natürlich nicht. Na. Das wird sehr spannend auf jeden Fall. Ich weiß, dass du gelitten hast. Na, aber ich habe gelitten. Auch du hast gelitten, ja. Also es verbindet euch auf den ersten Blick einiges. Jetzt zwei seid Mütter von zwei Buben. Dann ist die Eva dein großes Idol. Aber was du genau an ihr bewunderst und was euch noch so verbindet, das haben wir in einem kleinen Film zusammengefasst. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Mein Name ist Gabi Bergsmann, ich bin 43 Jahre alt, ich wohne in Gerersdorf bei Wien und ich arbeite im Wertpapierbereich in einem großen österreichischen Bankinstitut. Ich gehe leidenschaftlich gerne Karaoke singen, mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Habe auch zu Hause eine Karaoke-Anlage, viele Karaoke-CDs und das ist für mich total therapeutisch, wenn ich manchmal zwei, drei Stunden einfach nur durchgehend singe. Ich gehe außerdem wahnsinnig gerne tanzen und wenn es die richtige Musik spielt, dann bin ich absolut nicht mehr zu halten. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Eva Maria Marol taugt mir total, weil sie so eine Powerfrau ist und authentisch und sympathisch und witzig rüberkommt. Bei Dancing Stars hat sie einen Ausspruch getätigt, den ich als Mutter von zwei Söhnen absolut unterschreiben kann, nämlich, dass wir Mütter dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Söhne so erziehen, so selbstständig, wie wir unsere Männer auch haben wollen. Die Gabi erholt sich also bei therapeutischen Karaoke-Stunden. Wie viele davon hast du gebraucht nach dem Dreh mit der Eva? War nicht so schlimm. Also das ist, ich habe das durchaus gut überstanden. Ja. Über was und wolltest du dich so unterhalten? Ja, über alles. Über alles. Ja, über alles. Na, ihr habt euch eh unterhalten. Ihr habt euch ja, eh unterhalten, aber leider anders, wie du dir das wahrscheinlich gewünscht hättest. Aber irgendjemand muss ja für Ordnung sorgen im Hause Marold, oder Werner? Absolut. Wir haben nämlich behauptet, die Eva hat eine neue Wohnung. Die ist leider nicht zeitgerecht fertig geworden. Und deshalb hat sie offensichtlich ein paar Fans, alle anderen waren allerdings natürlich von uns instruiert, eingeladen, ihr mitzuhelfen, diese Wohnung zu renovieren. Leider hat die Gabi das aber nicht gewusst im Vorfeld. Und ich muss dazu sagen, die Eva war eine der Leute, die wirklich, bevor die ganze Geschichte gelaufen ist, immer gesagt hat, aber dann glauben die Leute, ich bin so. Soll ich das wirklich sagen? Echt? Wirklich? Soll ich so gemein sein? Die glauben dann, ich bin so. Aber du wirst dann sehen, es ist nicht so schlimm. Hallo, Entschuldigung. Die Bankangestellte Gabriela Bergsmann besucht Eva Maria Marold, so denkt sie, in ihrer Wohnung in Wien, die gerade umgebaut wird. An der Schauspielerin, da bewundert sie vor allem ihre lebenslustige und lockere Art. Dann schauen wir auch mal, ob sie das nach ihrem Fantreffen noch immer so sieht. Ich zeig dir dann sag, wer das ist. Wer ist das am Boden da? Das ist... Ja, hallo. Das ist, ein Fan vom Musical damals, wie ich Musical gespielt habe. Die, wie hast du? Mina. Die Mina ist hallo, das. Die hilft da ein bisschen. Entschuldigung. Das mit der Küche, Gabi. Es ist noch nicht. Sagst du, magst du was trinken? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser. Such nach einem Becher, nach einer Tasse. Wärst du so lieb, kannst du dort die zwei Glasel für uns abwaschen? Bist du lieb? Da. Ja, na, wir haben am Sonntag haben wir da auch schon ein bisschen gearbeitet. Danke. Soll ich die Tasche abnehmen? Danke, das ist lieb von dir. Du bist lieb. Vielleicht kannst du mir gleich ein paar Döller auch abwaschen. Gabi, wenn du schon dabei bist, kannst du da ein paar Döller für die Nacht auch noch abwaschen, Gabi. Ob das normal ist, dass man bei einem Fantreffen gleich einmal das Geschirr machen muss? Nein, Gabriele war noch nie bei einem, deshalb weiß sie es nicht genau und macht's halt einmal. Du, Gabi,
Gabi, hast du so einen Ohrringerl da gesehen? Nein. Ich hab's halt oben gehabt. Ja, es ist vielleicht beim Müll reintun. Vielleicht beim Müll reintun. Das ist. Oi. Das ist mir vielleicht beim Müll rein. Jetzt greif hin und dann graust du. Das ist mir. Du. Also, wow. Hörst du mal auf kurz, kannst du helfen, mir graust das so. Glaubst du, dass mir nicht? Na bitte. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Das machen wir so. Da gehört eh zusammen. Jetzt auch noch im Müllstil, also wirklich. Das hätte sie daheim auch haben können. Der Promi-Müll riecht im Übrigen auch nicht besser als ihrer, was allerdings kein echter Trost ist. Hast du was gefunden, Gabi? Nein. Naja, du musst weiterschauen, du bist ja noch nicht fertig. Und geh wieder raus. Also langsam kommen der Gabriele Zweifel an der ehrlichen Absicht von der Marold, hier Zeit mit einem Fan zu verbringen. Und so nett ist die eigentlich gar nicht. Das sind die Mädels, die Mina. Mina, komm her. Kannst du einmal was Nützliches machen? Okay, mach dir einmal nützlich. So. Dann haben das eine und die Gabi und ich gehen jetzt ins Wohnzimmer. Oder was halt einmal das Wohnzimmer wird. Gibt's noch Handschuhe? Warte, du kannst dann nachher die Hände waschen. Okay. Das setzen. Ich gebe dir die Hand. Gabi, lass das, du das machen, die kannst du nachher die Hände waschen. Ich kann das machen, ist kein Problem. Die macht das gern, die macht das gern. Ja. Entschuldigung. Bist du auch ein Fan? Ja, sozusagen. Also die Gabriele outet sich mittlerweile nur noch sehr zögerlich als Fan. Na, ist ja kein Wunder, schließlich bekommen Anhänger von der Frau Marold in diesem Haus ganz offensichtlich sehr niedrige Dienste zugeteilt. Aber damit nicht genug. Die gute Frau Marold ist, wie die Gabriele gleich bemerken wird, alles andere als dankbar, wenn es um die Arbeiten ihrer Sklaven, ihrer Fans geht. Ärger dich da und hau den Trasten zusammen. Da! Ja, entschuldige, ich glaube, das haben wir nicht ganz ordentlich gemacht. Ne? Na, das ist scheiße, leid. Was heißt nicht ordentlich? Eva Maria, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das haben wir irgendwie. Was ist da drauf? Gehst du auch einmal, Gabi? Das gibt's nicht. Gabi, sind alle jungen Leider so? Gabi, bitte, hilf einer. Gabi, bist du jetzt eh nicht enttäuscht? Nein. Na, ehrlich, meine ich. Ich bin nicht immer so. Ja, das stimmt. Und das wird die Eva Maria gleich beweisen. Und vielleicht gefällt der Gabriele die nächste Überraschung besser, denn Frau Marold hat zwar keine Lust, daheim zu arbeiten, umgibt sich dafür aber extrem gern mit gut gebauten jungen Männern. Die Gabi, der hilft mir jetzt ein bisschen. Super, weiß er, wenn du schnell fertig bist, dass man einen Platz zum Tanzen haben wird. Ha? So. Und du kannst den Jungs ein Leiberl ausziehen? Sechs Leiberl aus. Interessant, wo die Gabriele jetzt die Grenze zieht. Müllstierl und Schrank bauen, sehr gern, aber Sekt trinken und tanzen mit so halbnackten Jünglingen, na, das geht zu weit. Na, Respekt, Gabi, es ist hoch anständig. Bist du angefressen, Gabi? Bist du jetzt angefressen? Was ist? Wieso nimmst du die Tasche? Weil ich mich nicht wohlfühle. Wieso? Trink mit uns was. Komm, ein Schluck. Achtung auflösen, Achtung auflösen. Nimm sie. Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Willkommen in Hass und Nerven, weil du hast nämlich Nerven.
Ich hab auch alles machen müssen. Ja. Du hast ja alles noch mitgemacht, aber als es dann darum ging, irgendwie zu tanzen und mitzutrinken, da war Schluss mit lustig. Warum? Ich war schon einigermaßen müde, dann muss ich ehrlich sagen. Von dem bisschen arbeiten, ja? Nein, ich war vorher auch noch arbeiten, Eva. Ich finde, das ehrt dich auch. Du hattest noch einen anderen Gedanken, als die reinkommen sind, gell? Ja, ich habe mir gedacht, super, jetzt kommen die Stripper. Also das, das spricht man über dich, Eva Maria, in Wien. Nein, das war nur bekannt. Das spricht man nicht. Ab da ist es unglaubwürdig geworden. Eva, wie ist denn dir damit gegangen? Also du hast ja auch nicht genau gewusst, was du machen sollst. Mir war das schon sehr unangenehm, dann jemanden Geschirr, also nicht jemanden, sondern Fan noch, ja, Geschirr waschen zu lassen und das Kassel zaumzauen und wieder neu zu sagen. Also das war mir schon sehr unangenehm, weil natürlich mein Bild, also ich bin ja nicht so, ich bin eine ganz nette. Aber außerordentlich nett. Ganz eine nette und ich mache mir meine Drecksarbeit auch immer selber. Ja, außer die Gabi ist da. Außer, aber du hast gemerkt, kommt ein Fan. Du hast aber gemerkt, dass es der Eva Maria nicht so leicht gefallen gar ist. Gar nicht leicht gefallen ist. Schön war auch, wie die Gabi dann irgendwann gesagt hat, habt ihr was geraucht? Wie die da zu tanzen angefangen haben und so. Nein, die Eva hat sich schwer getan, ja. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt schimpf sie und schimpf die anderen, eben die drei Darstellerinnen, die ja noch die Fans da gespielt haben und schimpft. Und es war ihr sichtlich unangenehm, aber sie hat sich überwunden. Also sie hat dann Nervenstärke bewiesen. Also ich finde, die Mühe hat sich schon ausgezahlt. Absolut. Immerhin gewinnt einer der Fans heute Abend noch einen Preis und da muss man natürlich in Ausnahmesituationen sein, sonst wird